gut, ihr beiden. Also dann adieu. Ich muss noch ganz dringend was einkaufen. Bis morgen. Mach's gut, Aurélie. Bis morgen. Adieu. Was darf's denn sein, Mademoiselle? Ich wollte mal fragen, ob Sie Angelhaken haben. Ja, selbstverständlich. Und was kostet so ein Haken? Es gibt sie in verschiedenen Größen. Es kommt ganz darauf an, was für Fische man angeln will. Ich möchte in einem Teich angeln. Da braucht man einen kleinen Haken. Ja, das habe ich auch gedacht. Der würde 5 Centime kosten. Ja, ist recht. Dann geben Sie mir bitte einen solchen Haken. Guten Tag, Madame. Guten Tag. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Ich arbeite in der Textilfabrik, Madame. Ich wollte Sie fragen, ob Sie die Blechdose weggeworfen haben oder ob Sie sie noch brauchen. Nein. Würden Sie mir dann wohl bitte erlauben, dass ich sie mitnehme? Ja, natürlich. Nimm sie dir nur. Aber was willst du denn damit um alles in der Welt? Da staunst du, was? Das wird ein wunderbarer Kochtopf, Baron. Monsieur Berdit, kommen Sie bitte zu mir. Ich habe Ihnen einen Platz freigemacht. Danke, Monsieur Fabry. Ich wollte gern noch die Korrespondenz aus England fertig übersetzen und das hat mich so lange aufgehalten. Es gibt heute Abend Schmorfleisch, Monsieur Berdit. Danke. Ist das recht? Natürlich. Bei Ihnen schmeckt mir alles, Madame. Das freut mich, Monsieur. Wir brauchen eben in der Firma dringend noch mehr Leute, die gut Englisch sprechen. Ja, sogar sehr dringend. Sonst kommen wir sehr schnell ins Schwimmen. Guten Tag, Monsieur Fabry. Ja, guten Tag, Rosalie. Haben Sie Aurélie heute gesehen, Monsieur? Ja, aber nur von Weitem, wie sie wacker ihren Wagen geschoben hat. Dann ist sie also nicht traurig oder bedrückt? Ich hatte nicht den Eindruck. Sie scheint sich inzwischen an die Arbeit gewöhnt zu haben. Sie ist so lange nicht hier gewesen und da habe ich gedacht, das geht ihr vielleicht nicht gut. Ivo, sie hat so viel zu tun gehabt. Weißt du, dass sie sich selber Schuhe gemacht hat? Ja, und die sind doch toll, nicht wahr? Und sie will sich jetzt ganz viel selber machen. Gabeln, Löffel und Töpfe zum Beispiel. Was will sie denn aber bloß mit Töpfen? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Madame Belle sie kochen lässt. Sie wohnt doch überhaupt nicht da. Was? Und wo ist sie hingezogen? Sie wohnt jetzt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und warum nicht? Na, darum nicht. Ich meine, weil ich Aurélie mein Wort darauf gegeben habe. Also, ich muss schon sagen, mir gefällt er. Was meinst du, Baron? Ich merk schon, du magst ihn nicht, aber solange ich kein Werkzeug habe, kannst du nichts Besseres erwarten. Zu retten, Baron? Jetzt hast du mir die ganzen Fische verjagt. Ich glaube, ich werde doch eine richtige Angelschnur brauchen.
Hier, den bekommst du, Baron. Er ist ein bisschen klein, aber wenn ich erst eine bessere Angelschnur habe, werde ich auch große Fische fangen. Ach du liebe Zeit, ich muss ja schon wieder zur Arbeit gehen. Ist das nicht ein Jammer, Baron? Die ganze Plackerei heute Morgen ist umsonst gewesen. Mittagszeit. Ich habe uns was ganz Leckeres zu essen mitgebracht. Komm mit, wir essen zusammen. Ja, mache ich gern. Wir haben aber noch keine Mittagspause, Aurelie. Ach so, schade. Macht nichts, ich warte auf dich. Nein. Was macht denn deine schlimme Hand, Rosalie? Ich war heute Vormittag beim Arzt. Er hat mir einen neuen Verband gemacht. Aber ich darf immer noch nicht arbeiten. Allmählich wird schon wieder werden, Kleine. Na, und verhungern kannst du ja wirklich nicht. Dein Vater hat sein schönes Restaurant, da fällt doch immer was zu futtern ab. Aber ich vermisse meine Freundin. Na, da musst du sie eben noch öfter besuchen. Du sag mal, Aurelie, was war denn los? Warum hast du mich überhaupt nicht mehr besucht? Ach, sei mir bitte nicht böse, Rosalie, aber ich hatte so schrecklich viel zu tun. Hier, guck mal. Na und? Den Unterrock habe ich mir ganz allein genäht. Oh, er könnte natürlich noch viel schöner sein, aber man kann ihn wenigstens tragen, finde ich. Also das kann ich wirklich nur restlos bewundern. Aber das ist noch nicht alles. Wie findest du das hier? Was soll denn das sein? Weißt du es wirklich nicht? Warte mal, sieht beinahe wie eine Gabel aus. Es ist eine. Ja? Sie müsste wahrscheinlich spitzere Zinken haben, dann wäre sie bestimmt noch besser. Gib sie bitte mal her. Sag mal, Aurelie, warum kaufst du dir keine? Weil ich Geld sparen will, Rosalie. Das verstehe ich. Wenn man auf sich selbst gestellt ist, muss man sparen. Rosalie, weißt du vielleicht, wo es hier Pferde gibt? Ja, Pferde? Was willst du eigentlich von einem Pferd? Sein Schweif soll ein paar Haare lassen. Aber Aurelie! Endlich, Aurelie. Mhm. Als ich vorhin nach Hause gekommen bin, konnte ich Baron nirgendwo finden. Da habe ich mir schon gedacht, dass ihr beide da draußen rumstromert. Ich bin gleich nach der Schule hergekommen, damit der arme Baron nicht so allein ist. Du sag mal, was machst du denn da? Ich versuche, eine Angelschnur zu knüpfen aus Rosshaar. Eine Angelschnur aus Rosshaar willst du machen? Ich glaube, bei dir piept's wohl. Ich denke, so wird die Sache schon klappen. Mann, Mann, hab noch nie im Leben eine Angelschnur aus Rosshaar gesehen. Kannst du auch nicht, ist ja meine Erfindung. Damit fängst du nichts. Also ich würde an deiner Stelle nicht mies machen, sondern abwarten. Ach. Urli! Er beißt an, gib ein bisschen nach, Urli. Nicht zu laut, Paul, sonst schwimmt er wieder weg. Gaston Margenot. So bitte. Danke. Ich bin Aurelie, ich schiebe einen Wagen. Aurelie?
3 Francs und 60 Centimes. Danke. So, Monsieur, und guten Appetit. Danke. Rosalie. Ja, Großmama? Das gefällt mir nicht, was du da machst. Du darfst die Hand nicht überanstrengen. Komm jetzt lieber rein, Abendbrot essen. Ich bin ja gleich fertig, Großmama, dann komm ich. Ist gut. Rosalie! Tag, Aurelie. Deiner Hand geht's wohl schon wieder gut. Ja, fast. Komm rein, wir gehen auf mein Zimmer. Geht nicht, ich muss noch was tun. Ach, du bist langweilig. Wir könnten doch ein bisschen zusammen spielen. Ich wollte dich fragen, ob du morgen vielleicht Zeit hast. Na, ich hab doch jetzt immer Zeit. Na, fein. Dann möchte ich mir erlauben, dich hier mit in aller Form für morgen zum Mittagessen in den geheimen Jagdpavillon einzuladen. Was soll denn das nun wieder heißen? Und ich hoffe sehr, dass die Rücknagen die Einladung annehmen werden. Du musst doch aber in die Fabrik. Aber morgen ist doch Sonntag, du Schaf. Hab ich ganz vergessen. Für mich ist ja jetzt jeder Tag Sonntag. Du kommst doch hoffentlich. Na klar. Ich werde was ganz Leckeres kochen. Ich freue mich schon drauf. Was wirst du denn kochen? Verrat doch mal. Nein, ich will dich doch überraschen. Oh. Bald hätte ich's vergessen. Du musst ja ein Besteck mitbringen. Ich habe noch nicht so viel fertig. Aber wenn ich darauf warten würde, könnte ich dich erst in ein paar Wochen einladen. Mhm. Ich bring's mit. Na, ihr beiden, was heckt ihr denn da wieder aus? Monsieur Fabry! Ist es denn wenigstens was Hübsches? Was Wunderhübsches, Monsieur Fabry. Na, dann lasst mich mal raten. Ihr wollt morgen einen Ausflug machen. Sie können aber gut raten. Na, das war auch nicht allzu schwer. Was haltet ihr davon, wenn ich mitkomme? Das ist sehr nett von Ihnen, aber bei diesem Ausflug können wir niemanden sonst gebrauchen, nicht wahr, Aurelie? Ja, diesmal geht es leider nicht. Jetzt habt ihr mich aber schön abblitzen lassen. Meinetwegen hätte Monsieur Fabry aber kommen können. Ich will morgen mit dir allein sein. Na schön, ist er jetzt auch zu spät? Ich erwarte dich dann um 12. Ich bin pünktlich da. Adieu. Adieu, bis morgen. Alles gehört. Was heißt das, alles gehört? Du gehst morgen zu Aurelie und isst bei ihr leckere Sachen. Na und? Ich will mitkommen. Du bist doch schon so oft da gewesen. Aber für mich hat Aurelie noch nie gekocht. Das war doch bloß ein Witz. Bildest du dir allen Ernstes ein, sie kann in dieser Eulenhütte kochen? Aber sie hat es doch gesagt. Du bist ganz schön doof. Das hat sie doch bloß aus Spaß gesagt. Ich soll morgen nur mal eben zu ihr rüberkommen. Und warum hat sie dann gesagt, du sollst ein Besteck mitbringen? Lass mich jetzt gefälligst in Ruhe. Ich will aber mit. Nein, das kannst du nicht. Du bist ja überhaupt nicht eingeladen. Du kannst mich doch einfach mitnehmen. Nein. Baron, geh weg! Mitkommst, Paul. Baron! Na, du alter Schlingel! Wo ist denn Rosalie? Da hinten kommt sie schon. Entschuldige bitte, dass Paul mitgekommen ist, aber er hat mir keine Ruhe gelassen. Macht nichts, ich freue mich drüber. Ihr müsst aber noch ein bisschen warten. Ich bin da drin noch nicht ganz fertig.
Entschuldige bitte, wir sind viel zu früh dran. Aber du weißt ja, wie kleine Brüder sind. Das ist gar nicht schlimm. Es dauert auch nicht mehr lange. Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, danke. Ich rufe euch dann, wenn ich fertig bin. Du darfst nur reden, wenn du gefragt wirst, verstanden? Nein, warum? Weil du dich anständig benehmen und das Reden mir überlassen sollst. Was hättest du gern, was? Kommt bitte, das Essen ist fertig. Ja. Wasch dir erst mal die Hände, Paul, aber schnell. Wird gemacht. Ich bin hocherfreut, euch in meinem Jagdpavillon begrüßen zu dürfen. Bitte tretet näher, Dero Gnaden. Vielen Dank für diese freundliche Einladung. Na? Vielen Dank für die freundliche Einladung. Nun kommt aber bitte rein, ihr beiden. Das sieht ja ganz wunderbar aus, Aurelie. Aber bitte nehmt doch Platz. Rosalie, du sitzt hier und Paul neben dir. Danke. Ja, und wo ist dein Gedeck? Ja, und wo ist dein Gedeck? Die Köchin wird vom Kochen satt. So kann ich mich besser um das Wohl meiner Gäste kümmern. Fangt bitte mit der Suppe an. Ihr habt doch einen Löffel bei euch. Ja. Du hast deinen wohl vergessen, Paul. Ja. Dann nimm meinen. Das soll ein Löffel sein? Ich habe zwei ganze Abende gebraucht, um ihn zu schnitzen. Aber nun ess die Suppe, sonst wird sie kalt. Danke. Danke und guten Appetit. Guten Appetit. Na, schmeckt sie? Einfach wunderbar, nicht wahr, Paul? Wunderbar. Besser als zu Hause. Da bin ich aber froh. Esst nur so viel ihr könnt. Was ist denn in der Suppe drin, Aurelie? Sauerampfer. Was du nicht sagst. Sauerampfer, der draußen auf der Wiese wächst? Ja, natürlich, mit Butter und ganz vielen Gewürzen verfeinert. Also, ich hätte nie gedacht, dass Sauerampfer so gut schmeckt. Du kannst gern noch Suppe haben. Jetzt würde ich lieber mal den Fisch probieren. Das ist ein Saibling, hab ihn vorhin erst gefangen. Und Pauls Fisch ist eine Esche, auch frisch gefangen. Aha. Ich hätte nie geglaubt, dass man ohne viel Geld auszugeben ein so fabelhaftes Essen kochen kann. Ja, man muss eben nur die Augen offen halten. Dann findet man in der freien Natur ganz bestimmt viele schmackhafte Sachen, mit denen man wirklich ein köstliches Essen auf den Tisch bringen kann. Aber esst nur, lasst es euch schmecken. Vielen Dank. Um Himmels Willen, was war das? Und geplanscht hat es. Ich guck mal nach. Ach du liebe Zeit, da schwimmt jemand. So? Ja wirklich, da schwimmt jemand. Aber vollkommen angezogen, er muss reingefallen sein. Das sieht nach Monsieur Fabry aus. Kommt mir auch so vor. Das ist Monsieur Fabry. Na, so allmählich könntet ihr euch eigentlich wieder fangen. Es ist doch so furchtbar komisch. Ich muss einfach lachen, Monsieur. Was ist denn so komisch? Dass Sie beim Lesen vom Baum fallen. Na, da kenne ich komischere Sachen. Ich wette, dass Sie über Ihrem interessanten Buch eingeschlafen sind. Höchstwahrscheinlich ist es so gewesen. Und Sie hatten vergessen, dass Sie auf einem Baum sitzen. Mhm. Ich wünsche guten Appetit. Danke. Das wird mir gut tun. Schmeckt köstlich. Ist das Gewohnheit von Ihnen, auf Bäumen zu sitzen und zu lesen? Es war so heiß heute und der Ast, der in das Wasser ragte, sah so einladend kühl aus. Ihr Buch war eben so ungeheuer aufregend, dass Sie eingeschlafen und ins Wasser gefallen sind, nicht wahr? Genau so war es. Und dann habe ich die Gelegenheit gleich zum Schwimmen genutzt. Die Suppe ist wirklich äußerst wohlschmeckend. Ich staune über Sie. Meine Freundin Aurelie ist ja schon ein seltenes Exemplar, aber Sie stehen ihr kaum nach.
Also von heute an werde ich nie wieder schlafen, wenn ich auf einem Baum sitze und lese. Vergessen Sie das aber nicht. In Perrins Jagdpavillon ging es heute sehr lebhaft zu. Sie hatte eine lustige Gesellschaft zu Gast. Perrins Gäste fühlen sich wohl bei ihr. Ihre Freundin Rosalie und Monsieur Fabry sind voller Bewunderung für sie. Und für Paul ist Perrins Inselchen ein Paradies für abenteuerlustige kleine Jungen. Siehst du, jetzt hab ich dich. Baron! Baron! Komm mal her, ich hab was Schönes für dich. Na komm schon. Beeil dich ein bisschen. Und da! Das ist doch bloß ein Frosch, du Blödmann. Nur ist er weg. Vielleicht hat sie mich nicht gehört. Was willst du denn damit überhaupt machen? Ich will Marmelade daraus kochen. Ach. Stachelbeermarmelade ist was Feines. Aber die sind ja so sauer. Die werden doch mit Honig gesüßt. Du weißt ja aber auch wirklich immer zu helfen. Du kriegst doch eine Kostprobe davon. Ach, ich habe ja einen Brief für dich. Von Rosalie. Mademoiselle Aurélie, eingedenk Ihrer reizenden Einladung vom vorigen Sonntag, würde ich mich freuen, wenn die Rognaden heute mein Gast sein würden. Und für das bisschen Gekritze hat sie beinahe 2 Stunden gebraucht. Ich nehme die Einladung gern an, Paul. Klasse, Baron! Rosalies Hand ist wieder heil. Das will sie feiern. Ich werde dann gegen Mittag kommen. Die Marmelade kann ich bis dahin noch kochen. Ach, Aurélie, kann ich Baron wohl bitte gleich mitnehmen? Natürlich kannst du das. Hör zu, Baron, wenn du jetzt mitkommst, verstecke ich zu Hause einen schönen Knochen für dich. Ja? Na los, dann komm. Bis später, Aurélie. Nun wohnt Perrine schon fast einen Monat in der Hütte, in ihrem geheimen Jagdpavillon, wie Rosalie sagt. Obwohl sie nicht viel Geld verdient, hat sie es sich gemütlich gemacht. Alles, was nur irgend möglich ist, macht sie sich selbst. Schuhe, Kleidung, Gabeln, Löffel, Töpfe. Mit der Zeit entwickelt sie eine große Kunstfertigkeit. Und es spart Geld. Hier kocht sie nun Marmelade aus wilden Stachelbeeren. Mir schmeckt sie. Fang ihn doch, Baron! Pass auf, Baron! Dann bring ihn her. Paul, komm mal her, ich muss dir was sagen. Ja, was denn? Was wolltest du mir denn sagen, Rosalie? Du quälst den Hund. Ich quäl ihn nicht, das macht ihm Spaß. Das denkst du nur. Du kommandierst ihn zu viel rum.
Spiele doch bloß mit ihm. Musst du immer das letzte Wort haben? Aurelie hat Baron noch nicht ein einziges Mal so rumkommandiert, wie du es immer machst. Das stimmt. Sag mal, Baron, willst du nicht zu mir ziehen? Du kriegst doch jeden Tag einen ganz großen Knochen. Paul, du kannst inzwischen den Tisch decken. Du willst doch ganz bestimmt mit uns essen, nicht wahr? Na klar. Bitte sehr. Papa? Rosalie, sei so gut und hilf ein bisschen, bis Großmama aus der Kirche kommt, ja? Mach ich, aber Aurelie kommt nachher. Das Geld liegt auf dem Tisch, Monsieur César. Danke, Monsieur. Räum das schmutzige Geschirr ab, Rosalie. Mhm. Ich habe Aurelie heute zum Mittagessen eingeladen. Das arme Mädchen hat bestimmt seit Ewigkeiten kein Fleisch mehr gegessen. Das kann sich eine arme Fabrikarbeiterin auch nicht leisten, mein Kind. Sie hat mich letzten Sonntag zu einem köstlichen Essen eingeladen. Hast du den Tisch auch abgewischt? Also, Vater, ich verstehe wirklich nicht. Schon gut, du alter Quälgeist. Deine Aurelie bekommt ein besonders zartes Steak. Ach, du bist ein Goldschatz. Mal langsam, langsam. Du schmeißt mir ja noch den Topf runter. Vielen Dank, Papa. Guten Tag, Monsieur Fabry. Guten Tag. Schmeckt lecker. Ja. Darf ich mir denn jetzt erlauben, den verehrten Herrschaften das Essen zu servieren? Bitte sehr. Ach, Papa? Ja, was ist denn noch? Komm doch bitte noch mal her. Was soll ich denn noch? Was ist das? Marmelade, koste mal. Die schmeckt ausgezeichnet. Wirklich? Hervorragend. Die ist aus wilden Stachelbeeren. Sieh an, die hast du selbst gemacht. Ja. Meine Hochachtung, das würde ich dir gern nachmachen. Aurelie kann dir doch das Rezept geben. Das wäre nett. Ich habe schon gehört, dass du viele Früchte und Pflanzen aus Wald und Flur zum Kochen verwendest. Ja, das alles habe ich auf unseren vielen Reisen gelernt. Das musst du mir bei Gelegenheit mal ganz genau erzählen, willst du? Ja, gern. Aber heute musst du dich nun mit einem Steak begnügen, obwohl dir das wahrscheinlich überhaupt nicht schmecken wird. Meine Güte, das ist ja wie im Traum. Naja, da muss ich mich ja furchtbar anstrengen, damit es auch traumhaft schmeckt. Monsieur César! Das ist der Monsieur Fabry. Ja. Was ist denn passiert, Monsieur Fabry? Kennen Sie vielleicht jemanden, der einen Wagen kutschieren kann? Na, ich zum Beispiel kann das. Sie können doch aber jetzt nicht weg, nicht wahr? Jetzt um die Mittagszeit ausgeschlossen. Kennen Sie vielleicht sonst noch jemanden? Nun beruhigen Sie sich erst mal. Was hat Sie denn nur so aufgeregt? Monsieur Berdit ist schwer krank. Das tut mir aber wirklich leid. Ich habe mich heute Morgen schon gewundert, dass er nicht zum Frühstück da war. Es fing schon gestern Abend an und wurde immer schlimmer. Ich bin die ganze Nacht bei ihm geblieben. Und heute Vormittag ist Dr. Lucien da gewesen. Monsieur Berdit hat eine Lungenentzündung. Eine Lungenentzündung? Ja, eine schwere. Dr. Lucien hat angeordnet, dass er ins Krankenhaus von Pacquigny gebracht werden soll. Einen Wagen habe ich schon besorgt, aber ich finde keinen Kutscher. Wie wär's denn mit Guillaume, dem Kutscher von Monsieur Bilfranc? Wenn Großmama Françoise ihn fragt, erlaubt es der alte Herr ganz bestimmt. Da habe ich ja schon gefragt. Monsieur Bilfranc ist über Land gefahren und kommt erst heute Abend zurück. Ich würde Ihnen gern den Gefallen tun, aber bis Pacquigny ist es einfach zu weit. So lange kann ich nicht wegbleiben. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich fahren, Monsieur Fabry. Aber kannst du denn auch kutschieren? Ja, natürlich. Wir sind doch lange Zeit mit einem Wohnwagen gereist. Ich kann es doch gar nicht verantworten, dich darum zu bitten. Du bist viel zu jung. Ja, Kind. Ich habe Sie so verstanden, dass Monsieur Berdit so schnell wie möglich ins Krankenhaus soll. Das stimmt auch. Aber du bist doch noch ein Kind. Gut, aber ich bin schon durch viele Länder gefahren. Sie brauchen sich keine Sorgen um mich zu machen. Na schön, dann bitte ich dich um deine Hilfe, Aurelie. Monsieur Berdit ist Dolmetscher. Er arbeitet im Büro der Textilfabrik. Er wohnt in derselben Pension wie Monsieur Fabry. Du
bist mein gutes Pferdchen, nicht wahr? Fahr bloß vorsichtig, Aurelie. Das mache ich. Ach, ich mache Ihnen so viel Umstände, aber nicht im Mindesten, mein lieber Sohn. Ich helfe Ihnen. So, mein Lieber, das wäre geschafft. Wir fahren gleich. Aurelie, wir können jetzt fahren. Ist gut. Fahr bloß vorsichtig, Aurelie. Ja, Rosalie. Hör! Monsieur Fabry, soll ich noch ein bisschen schneller fahren? Ja, ein bisschen, wenn es geht. Hier! Wie fühlen Sie sich, Monsieur Berdit? Ich habe das Gefühl, ich sitze in einem Wagen und fahre in den Himmel. Aber, Monsieur Berdit, das dürfen Sie nicht sagen. Sie werden bald wieder gesund sein. Aber da sitzt ein Engel auf dem Kutschbock. Aber, Monsieur Berdit, das ist kein Engel, das ist ein hübsches, junges Mädchen. Ein hübsches Mädchen, kein Engel? Im Grunde genommen natürlich doch. Ein hübsches, junges Mädchen. Aber was macht ein junges Mädchen auf dem Kutschbock? Monsieur Berdit! Monsieur Berdit, bitte sagen Sie doch etwas. Gleich da. Fahr so schnell du kannst. Monsieur Berdit gefällt mir nicht. Ja. Parikal! Parikal! Wenn du am Markt vorbei bist, noch ein Stück geradeaus. Und dann gleich die erste Querstraße rechts. Da ist das Krankenhaus. Ist gut. Was ist denn los, Aurelie? Guck nach vorn. Du musst doch da hinten gleich rechts abbiegen. Ja. So, Monsieur Berdit, die Fahrt ist überstanden. Jetzt wird Ihnen auch gleich geholfen werden. Ich wollte dir nur sagen, dass es noch ein Weilchen dauern wird. Das macht nichts. Ich gehe mal schnell zum Markt. Ist gut. Bei meiner Pflege ist das doch kein Wunder. Wie geht es dir, Perrine? Gut, Madame la Cricri. Das freut mich, Kindchen. Parikal hat dich sofort wiedererkannt.
Nun bist du also da gelandet, wo du hin wolltest. Ja, und wie geht es Ihnen, Madame Lacrigri? Bleiben Sie lange hier in der Gegend? Nein, ich hatte weiter oben im Norden zu tun. Und jetzt fahre ich nach Paris zurück. Und dein Wunsch hat sich erfüllt. Du lebst jetzt bei deinem Großvater, nicht wahr? Nein. Nanu, wollte er dich denn nicht haben? Armes Ding, das tut mir leid. Ist dein Großvater vielleicht ein alter Geizkragen? Nein, das ist er nicht. Ja, aber aus welchem Grund sonst lebst du nicht bei ihm? Er kam mir so fremd vor und da wollte ich erst noch ein bisschen abwarten. Das verstehe ich. Und jetzt lebst du hier in der Stadt? Nein, ich lebe in Maroccourt und wohne allein. Ach. Ich arbeite in der Textilfabrik. Hauptsache, du bist gesund und kannst arbeiten. Das ist viel besser, als von einem verschrobenen Großvater abzuhängen, mein liebes Kind, nicht wahr? Ja, das stimmt. Was hältst du denn davon, wenn wir wieder zusammenarbeiten, wo du sowieso nicht bei deinem Großvater bist? Wir beide haben doch so gute Geschäfte zusammen gemacht. Das ist sehr lieb von Ihnen, aber früher oder später werde ich doch zu Großvater gehen. Ich würde es dir wünschen, Kleines. Für mich bedauere ich es natürlich. Aurélie! Aurélie! Oh. Ich muss gehen, Madame Lacrigri. Ja, ich habe gehört, du wirst wohl erwartet. Ja. Adieu, lieber Parikal. Ich freue mich, dass ich dich wiedergesehen habe, meine kleine Perrine. Ich auch. Bleiben Sie gesund, Madame. Adieu, mein Kind. Adieu, Madame. Adieu! Perrine! Wenn ich das nächste Mal in diese Gegend komme, werde ich dich bestimmt in Maroccourt besuchen. Darauf freue ich mich. Hoffentlich bald. Na dann los, Parikal. Entschuldigen Sie bitte, Monsieur Fabry. Aber ich habe eben eine alte Bekannte getroffen. Da habt ihr natürlich von alten Zeiten geschwatzt. Ja. Na dann wollen wir jetzt nach Hause fahren. Monsieur Berbic lässt dir übrigens vielmals danken. Hoffentlich wird er bald gesund. Ja, hoffentlich, aber es wird viele Wochen dauern. Oh, so lange? Und dann wird er sich auch noch sehr lange Zeit schonen müssen. Der Arme. Er wird natürlich auch lange nicht arbeiten können. Gibt es denn niemanden sonst in der Fabrik, der Englisch sprechen kann? Nun ja, Monsieur Montabour und ich, aber leider nur wenig. Ich verstehe. Du, Aurélie, sag mal, kannst du vielleicht Englisch sprechen? Wieso? Wie kommen Sie darauf? Ich weiß auch nicht. Es war nur so ein Gefühl. Ja, ich kann Englisch. Tatsächlich? Meine Mutter war nämlich Engländerin. Verstehe, deswegen. Und dein Vater war Engländer? Nein, der war Franzose, aber meine Eltern leben nicht mehr. Das tut mir leid. Diese Bekannte, mit der du vorhin gesprochen hast. Ja? Ich bilde mir ein... Als sie dir etwas nachrief, hat sie dich Perrine genannt. Oder sollte ich mich vielleicht geirrt haben? Nein. Dann ist also Aurélie ein falscher Name und du heißt Perrine. Ja, aber bitte sagen Sie es niemandem weiter. Du wirst triftige Gründe dafür haben. Verraten Sie mich nicht, Monsieur Fabry, bitte! Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde dich nicht verraten. Und wenn du dein Herz erleichtern willst, so tu es unbesorgt. Ich kann schweigen, Aurélie. Vieles ist leichter zu ertragen, wenn man sich einmal richtig aussprechen kann. Ich weiß, wie einem zumute ist, wenn man Kummer hat. Und wenn man auch nicht einen Menschen hat, mit dem man darüber mal reden kann. Ich bin immer für dich da, Aurélie. Danke, Monsieur Fabry. Ich vergesse es nicht. Monsieur Fabrys verständnisvolle Worte haben Perrine seltsam berührt. Beinahe hätte sie ihm ihre abenteuerliche Geschichte erzählt, ihn um Rat gebeten. Aber sie brachte es dann doch nicht fertig. Rosalie! Komme! Mann, bin ich hungrig. Mir ist schon ganz schwummerig. Deine Freundin ist bestimmt noch hungriger. Die hat doch eine Mordsanstrengung hinter sich. Bestimmt. Nimm die Teller. So.
So, nun wird es aber Zeit, dass du endlich was in den Magen kriegst. Du musst ja umkommen vor Hunger, bitte sehr. Ach, sieht das aber lecker aus. Und solche Riesenportionen haben sie gemacht. Ja, lang nur tüchtig zu. Du hast ja heute schwer gearbeitet, also hast du es auch verdient, gut und reichlich zu essen. Und du darfst auch ein bisschen essen. Dir ist doch schon ganz schwummerig, nicht wahr? Dass du mich immer blamieren musst. Du bist grässlich, Papa. Nun fang an, Aurelie. Ich wünsche dir recht guten Appetit. Danke, gleichfalls, Rosalie. Hervorragend. Das freut mich. So gutes Fleisch habe ich wirklich lange nicht gegessen. Die Art, wie du isst, sieht richtig vornehm aus. Findest du nicht auch, Papa? Ja, wie eine junge Dame aus einer feinen Familie. Schön, dass du wieder da bist, Aurelie. Wo hast du dich rumgetrieben, Paul? Unten auf der Wiese. Du sag mal, ist Monsieur Verdet tot? Also bei meiner guten Verpflegung kommt keiner meiner Stammgäste so schnell unter die Erde. Ab in die Küche, liebster Papa. Zu Befehl. Hör mal zu, Baron, wir haben noch eben erst zusammengespielt. Na schön, ich komme mit. Nun isst mal tüchtig und lasst es euch schmecken. Ja, vielen Dank, Monsieur. Aurelie, ab morgen werde ich wieder in der Fabrik arbeiten. Da freue ich mich aber. Und nimm nichts zu essen mit. Ich bring wieder einen Picknickkorb mit für die Mittagspause. Das kann ich doch aber nicht annehmen. Du kannst mich doch nicht dauernd verpflegen. Ach, Unsinn. Ob ich nun ein oder zwei Portionen mitnehme, das macht Vater überhaupt nichts aus. Danke. Bitte weine nicht. Warum weinst du denn? Weil ihr alle so gut zu mir seid. Das sind nur die Nerven. Du weinst bloß, weil du Hunger hast. Du hast schließlich seit heute Morgen überhaupt nichts mehr gegessen. Also los, jetzt essen wir aber unser Steak, sonst weint Vater. Ja. Rosalie in ihrer frischen Art hatte den richtigen Ton getroffen. Perrine weint nicht mehr. Es war heute einfach ein bisschen viel gewesen. Aber jetzt fasst sie wieder Mut. Sie ist ja bei Freunden.